Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem neuen Freitagsimpuls. Heute mit dem spannenden Thema Knackpunkt Preisnennung. Wirksam souverän bleiben. Henry Meyer Brockmann, ein deutscher Zeichner, hat ein schönes Zitat gemacht. Man kann niemanden angreifen, der sich nicht selbst zur Zielscheibe macht. Denken Sie mal kurz drüber nach. Damit Ihr Vertriebsteam bei Preisverhandlungen wirksam standhaft bleibt, verrate ich Ihnen heute die 7 in der Praxis als hochwirksam erprobte Methoden. Die erste Methode, die ich Ihnen gerne zeigen möchte, ist die Vorwegnahmemethode. Hier geht es darum, dass Sie Einwände proaktiv schon vorwegnehmen und auflösen. Also ganz bewusst dem Kunden sagen, lieber Kunde, ich kann mir vorstellen, dass es in dem Kontext erstmal für Sie groß aussieht, dass der Preis für Sie erstmal noch nicht ganz griffig erscheint. Ich möchte Ihnen ganz kurz erklären, wie sich der Preis zusammensetzt. Eine. Da gibt es noch viele, viele Hebel mehr bei der Technik. Vorwegnahmemethode nennen wir das Ganze. Zweite Methode ist die Eisbergmethode. Da geht es darum, dass Sie die Bedürfnisse Ihres Gegenübers, die Sie hoffentlich in der Bedarfsanalyse und Bedürfnisanalyse sauber evaluiert haben, jetzt gezielt nutzen, wenn es um den Preis geht. Indem Sie zum Beispiel die Motive wie Bequemlichkeit oder Prestige ganz bewusst nutzen. Lieber Kunde, Sie haben so hart für Ihren Erfolg gearbeitet. Jetzt sollte doch auch Ihre Marke Ihren Erfolg widerspiegeln. Wird gerne bei Autos oder bei Prestigeprodukten beispielsweise genutzt. Kann man wunderbar nutzen. Lieber Kunde, Sie haben ja vorhin gesagt, dass Ihnen vor allen Dingen wichtig ist, dass Ihre Mitarbeiter sehr wenig Zeitaufwand hier und damit haben. Deswegen kommt für Sie nur ein Paket in Frage, nämlich unser Rundum-Sorglos-Paket, damit Ihre Mitarbeiter sich auf das konzentrieren können, womit Sie Geld verdienen. Eisbergmethode. Sie nutzen die Bedürfnisse und spielen sie ganz bewusst aus. Auch hier gilt wieder, bitte im positiven Sinne ausspielen. Dritte Methode ist die Ankermethode. Das heißt, Sie setzen Ihr eigenes Angebot in Relation zu einem deutlich teureren und einem sehr, sehr günstigen Angebot. Früher hat man manchmal gesagt, die goldene Mitte. Ich will es gar nicht als goldene Mitte, sonst ist man so gefangen. Es muss nicht die Mitte sein. Aber Sie setzen ein deutlich günstigeres und ein deutlich teureres Angebot. Und jetzt ist ganz wichtig, dass Sie den Nutzen, den individuellen Nutzen für Ihr Gegenüber genau rausholen und sagen, passen Sie auf. Schauen Sie, wir bieten Ihnen eine Preis- und auch eine Liefergarantie, wenn Sie regelmäßig bei uns bestellen oder wenn wir es gleich im Abo machen. Wir kennen das von großen internationalen Versanddienstleistern, wie wir sie alle kennen. Genau diese Abo-Funktion zum Beispiel zu nutzen. Also bewusst auch da anzugreifen. Vierte Methode, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte, ist die Vorteil-Nachteil-Methodik. Auch eine sehr wirksame. Sie geben den Nachteil, den der Kunde Ihnen vielleicht jetzt aus Butterbrot schmiert, grundlegend einfach zu. Und Sie stellen jetzt, und das ist ganz wichtig, den individuellen Nutzen, den Sie hoffentlich richtig ermittelt haben, den stellen Sie jetzt heraus. Zum Beispiel das Gewicht der Waschmaschine. Ist für den Kunden erstmal, sagt, na was, 70 Kilo Waschmaschine? Ist schon ein bisschen arg heftig. Es gibt die doch auch viel leichter, die kann ich doch viel leichter rumwuchten. Ja, lieber Kunde. Die 70 Kilo, die haben für Sie aber auch den Vorteil, dass nichts passieren kann. Die steht für eine deutlich höhere Qualität, für eine deutlich höhere Haltbarkeit. Diese Waschmaschine wird nichts erschüttern, die bleibt standhaft. Und ich glaube nicht, nach dem, was Sie mir vorhin geschildert haben, dass Sie wollen, dass die Waschmaschine mit Ihrer Frau hüpfen spielt. Dass irgendwas passiert, wenn Ihre kleinen Kinder in der Umgebung sind und die Waschmaschine gerade läuft. Deswegen habe ich Ihnen das Modell rausgesucht. Also in der Argumentationstaktik zu bleiben. Fünfte Methode ist die Szenarienmethode. Hier geht es Vorteile, Nachteile, aber auch Schmerzen zu nutzen, um ein Kopfkino beim Kunden auszulösen. Also zum Beispiel die Ausfallsicherheit bei Maschinen ganz bewusst aufzugreifen und für sich zu nutzen. Oder zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel aus dem Bereich Toaster. Lieber Kunde, Sie haben ja gesagt, in den meisten Fällen arbeiten Sie nur mit einem Toaster. Stellen Sie sich aber mal vor, es kommt jemand zu Besuch und Sie brauchen ganz schnell mehr als 2 Scheiben Toast. Wäre es dann nicht ärgerlich, wenn der Besuch länger warten müsste, weil Sie nur 2 Scheiben in einen Toaster machen können? Wäre es dann nicht sinnvoller, Sie hätten gleich einen, wo der Besuch nicht lange warten muss, sondern Sie gemeinsam essen und frühstücken können? Die sechste Methode, die Verkleinerungsmethode. Gerne immer genommen, wenn Sie einen Gesamtpreis einfach runterbrechen und verkleinern heißt einfach, Sie rechnen es um auf einen Monatspreis oder den Preis pro Einsatz oder den Einsatz über eine Laufzeit.
Ein Jahresticket ist ein typisches Beispiel. Ja, wenn Sie einen großen Freizeitpark nehmen, Sie kaufen sich ein Jahresticket und Sie haben mit 5 Besuchen im Jahr das Ganze schon wieder eingespielt. Und ab dem 5. Besuch ist jeder Besuch quasi kostenlos, weil Sie dann mit Ihrem Jahresticket profitieren. Oder Sie sagen, schauen Sie, Sie gehen 10-mal, haben Sie mir erzählt, in den Freizeitpark. Oder Sie nutzen etwas 10 oder 12-mal. Schauen Sie, das bedeutet für jeden Besuch, wo Sie viel Spaß haben, wo Sie tolle Erlebnisse haben, zahlen Sie nur den und den Preis. Das ist kurz und gesprochen die sogenannte Verkleinerungsmethode. Und die letzte Methode ist die Überraschungsmethode. Hier gilt es, ab und zu mal das Schweigen des Kunden als Zustimmung zu werten. Oder eine offene Meinungsfrage zu stellen. Probieren Sie das mal aus. Erstaunlich, was für Reaktionen Sie damit manchmal erzeugen können. Deshalb mein Denkanstoß zum heutigen Freitag. Wenn Sie Ihr Vertriebsteam außerdem noch in der Einwandbehandlung wirksam stärken möchten, dann empfehle ich Ihnen unsere Inhouse- und Online-Trainings nach Maß und mit garantierter Wirkung. Eine Investition, die sich schneller auszahlt, als Sie vermuten. Rufen Sie mich einfach an oder sprechen Sie uns an.